Ja, hallo Freunde, wieder Hart am Limit hier. Auch ich muss das korrigieren vom letzten Mal noch. Er fährt jetzt wirklich auch bei der zweiten Runde, er tut es, fährt er das Gras da rein. Und parallel sind wir jetzt auch noch am Ansehen für den Mais. Gleich geht's weiter. Ja, so wie ihr seht, wunderbar, er hat's gemacht. Wahrscheinlich dadurch, dass ich noch ein paar Mods, die ich hier nicht gebrauchen kann, rausgenommen habe, hat Curseplay sich hier wohl eingespielt. Er hat jetzt auch das zweite Mal runtergenommen vom Feld, Heu. Entschuldigung. Und fährt das jetzt auch wunderbar sauber ab. Also, wie gesagt, ich muss das nochmal korrigieren. Das hat wunderbar funktioniert. Wir switchen wieder in unseren anderen rein. Er macht jetzt ja hier fröhlich weiter. Auch er sieht jetzt hier unser Mais an. Wir hatten ja, wie gesagt, untergegrubert. Ich hatte dann noch schnell die letzten Randarbeiten, was er hat stehen lassen, gemacht. Auch das werde ich dann hier tun, wenn er durch ist, mit dem Ansehen. Ja, ihm hatte ich jetzt hier auch, wir können ja mal kurz reingucken, mal gesagt, er soll, was hatte ich jetzt ihm hier gesagt, 1, 2, 3 Vorgewände. Wollen wir mal schauen, dass das jetzt hier auch besser läuft. Das mit dem Heu, so wie es aussieht, haben wir jetzt, oder auch mit dem Gras später oder wie auch immer, das haben wir super in den Griff jetzt gekriegt mit Curseplay. Funktioniert. Können wir uns nicht beschweren. Neugierig bin ich jetzt, wie gesagt, auf ihn hier, was er macht, aber gut. Da werden wir jetzt gleich mal schauen, ob das alles so funktioniert. Wie gesagt, die ersten Vorgewände waren ja immer so, das funktioniert auch. Ja, den Gruber, wie gesagt, hatte ich zurückgegeben, dass er uns da nicht wieder Geld kostet, weil ich ja einmal schon vorgespult, nee, Quatsch, habe ich gar nicht. Nach dem Untergrubern konnten wir jetzt ja gleich auch ansehen. Das ist ja der Vorteil dann dabei. Denn wir wollen ja unsere Betriebskosten so niedrig wie möglich halten. Aber um das Leihen werden wir nicht drum rumkommen. Sprich auch dann jetzt hier, wenn es mit dem Mais losgeht, mit dem Häcksler. Und da sagte ich ja letztes Mal schon, bin ich sehr neugierig, wie das dann funktioniert mit dem Abfahrer. Und da hoffe ich euch da auch etwas Funktionierendes. Ah, er macht gerade weiter mit Heu. Wunderbar. Wir können ja mal kurz rübergehen. Jawohl, er hat die Bahn wieder aufgenommen. Wie gesagt, wir hatten ihn ja auf 3 km/h rückwärtsfahren zurückgesetzt. Er macht es einfach sauberer. Wir werden jetzt aber hier gleich, wenn er dann die Bahn hochgezogen hat, obwohl, wisst ihr was, das bringt auch nichts. Wir beschleunigen das mal hier. Ich entlasse ihn mal, weil es ist nur noch die eine Bahn und dann können wir das Feld nochmal kurz ein bisschen sauber machen. Der Ernie fährt mal wieder selber. Muss auch mal sein. Dann kriegen wir das nämlich hier locker flockig dann vom Feld jetzt runter auf die Reste und fahren das dann selber hoch mal. Was ich mich jetzt... Ah, ja. Ernie, man sollte auch den Pickup senken. Dann funktioniert das auch. Dann nimmt er auch wieder auf. So, diese kleinen Kleckse da, da müssen wir auch gleich nochmal gucken, dass wir die dann auch wegkriegen. Weil, wie schon erwähnt, wenn du nicht alles runterholst, hast du beim nächsten Mal Probleme. Wobei ich jetzt, wie gesagt, das letzte Mal schon sagte, dass wir dieses Feld dann auch mal mitnehmen. Das könnten wir eigentlich gleich machen. Genau. Wenn wir da hinten mit dem Ansehen des Mais durch sind. Obwohl, nee, hier müssten wir dann auch erst runterrühren. Ach, ist doch wieder Schiete. Dann machen wir hier was anderes. Nehmen wir nur das da als Mais und dann nehmen wir hier was anderes. Was müssen wir uns wieder dann? Einen. Überleihen. Das wird dann auf die Dauer dann doch zu teuer. Ja, war was. Gut, dann sehen wir zu, dass wir diese Kleckse da, irgendeine hatte ich da noch gesehen, dass wir die auch noch wegbekommen. Ja, irgendwas lässt er wohl immer liegen, ne? Egal. Wir machen das jetzt einfach. So, da.
drehen wir mal hier wieder rum. Habe ich ihn jetzt gesenkt? Und Heu. So. Zuckizupf. Gut. Abschalten. Und Feuer. Bringen wir es selber weg. Könnten wir ihn auch gleich mal waschen. Beides. Sieht auch aus wie der Bihulle. Das auch gleich erledigt. Erstmal abladen, dann waschen. Sollten wir schon richtig machen, in der richtigen Reihenfolge. So, ich sehe gerade, wir switchen mal kurz rüber. Das habe ich mir schon wieder fast gedacht und er hätte es fast geschafft. Also Leute, irgendwas scheint ja noch nicht so ganz zu funktionieren, aber gut. Das werden wir hinkriegen. So, schmeißen wir ihn mal an. Setzen nochmal ganz kurz ab, damit er da das zumindest nochmal mitnimmt. Und dann setzen wir ihn mal wieder auf Spur. Das ist immer dieselbe Stelle. Es geht, ist immer, wenn es in die Auf- und Abbewegung geht. Aber ich hatte geguckt, mehr Vorgewände kriegst du aufgrund der Breite der Seemaschine hier auch nicht hin. Aber gut. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass wir hier mal einen Traktor brauchen. So, Freundchen. Sieh zu, dass du hier weiterkommst. OKI. Wollen wir dich mal waschen? So. Einmal waschen wieder. Ja, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wieder schön sauber machen hier. Es gibt ja die Option über diesen Vehicle Inspector, dass du darüber dann ja auch deine Reparaturen machen kannst und automatisch waschen kannst. Wird ja auch vom Konto abgezogen. Des Weiteren kannst du ja über diesen Vehicle Inspector da, oder Explorer wie der heißt, kannst du ja auch deine Fahrzeuge sortieren, wenn du dann durchschaltest, dass du nicht immer alle durchschalten musst, sondern du kannst welche auch auf Pause stellen. Hatte ich mir auch schon mal angesehen. Aber da wir im Moment noch nicht so viele Fahrzeuge haben, würde ich sagen, ist das jetzt noch nicht so tragend wichtig für uns. Das an anderer Stelle dann vielleicht mal, wenn wir uns dann doch vergrößert haben. Okay. Der Ladewagen, der kann jetzt ja weg. Und dann gucken wir uns unseren anderen Kollegen gleich nochmal an.
Und dann geht es ja schon mit ganz großen Schritten in Richtung Maisernte dann. Wollen wir ihn mal parken. So, dich koppeln wir schon mal ab, machen dich erstmal aus und gehen nochmal zu unserem anderen Kollegen. Ja, da macht das dann wieder, ne? Aber gut, dann ist das so. Damit können wir auch leben. Eine Bahn noch. Das können wir dann jetzt auch wieder selber machen. Warum soll er sich jetzt hier noch, oder? Komm, wir übernehmen mal hier, Freund, beim Blaser. Wir machen das jetzt mal selber. Anschalten. Absenken. Und dann machen wir hier die restlichen Sachen mal selber alles. Ziehen wir das nochmal rum hier. Ja, das ist hier wirklich ein Steilhang. Ohne Ende da. Da habe ich mir auch wieder das schönste Feld bei ausgesucht, ne? So. Noch ein kleiner Klecks da. Willst du mich ärgern? Das Feld ja auch gleich komplett bestellt. Ein Träumchen. So, haben wir das auch? Ja, Freunde. Dann sind wir ja schon mal wieder so weit am Ende. Die Zeit geht immer viel zu schnell rum, muss ich sagen. Jetzt auch mal wieder nötig, ja, so wie es aussieht. Ja, mit dem anderen Feld, da überlege ich mir jetzt noch, was wir da drauf machen, weil Gras und Heu, ich denke mal, da haben wir jetzt erstmal was für den Anfang. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen oben da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert meinen Kanal. Ansonsten, ich bin erstmal raus. Euer Ernie. Ciao, ciao.